Da mit kleiner Verzögerung, sorry dafür, legen wir jetzt auch los. Moment. Jetzt nicht. Da. Also, ein ganz herzliches Willkommen am Sonntagnachmittag zu unserem heutigen Webinar der Deutschlandlinken Hilfe. Ich begrüße ganz besonders den Dr. Herwig Lang in Düsseldorf, der uns gleich vortragen wird zum Thema: Wie halte ich mein Gehirn fit? Zum Gehalt der geistigen Fähigkeiten, welche Maßnahmen gibt es da? Ich bin Michaela Winkelmann, ich bin die Vorsitzende der Deutschen Huntington Hilfe und freue mich sehr darüber, dass wir dieses Medium mit den Webinaren viele Leute erreichen können, in der Corona-Zeit mit guten Informationen versorgen können und auch eine Plattform bieten, damit die Leute ihre Fragen stellen können. Das ist uns sehr wichtig, ist an diesen Tagen, wo doch alle sonst separiert sein sollten. Das Thema heute war ein Wunschthema aus dem letzten Webinar mit Matthias Dose. Da war das Top-Thema, was sich alle gewünscht haben. Von daher freut es mich sehr, dass Herr Lang es aufgegriffen hat. Dieses Wochenende sogar ein Doppel-Webinar. Schon das Thema: Wie kann ich die Handling-Mutation beeinflussen? Heute jetzt von einem drauf. Wir hatten an dem Wochenende um die 60, 65 Registrierungen. Ich habe gerade eben um die 40 haben wir jetzt wieder, 40 Teilnehmer, haben es heute Nachmittag wieder geschafft, dazuzukommen. Sehr schön, freut mich sehr. Dieses große Interesse an dem Thema. Wir werden eine Aufzeichnung von diesem Webinar machen und später auf dem YouTube-Kanal der DHH zur Verfügung stellen. Und auch hier hat im Vorfeld Herr Lange schon zugesagt, die Unterlage bereitzustellen, die man auch hochladen. Das freut mich sehr. Genau, nach der Begrüßung gebe ich noch mal kurz die Hinweise zur Technik, wie Sie als Teilnehmer sich beteiligen können. Wir sind wieder ganz gespannt auf die vielen Fragen. Dann sage ich kurz was zur DHH, zum Herrn Lange, für die, die gestern nicht dabei waren. Dann kommt der Vortrag. Also am Schluss haben wir noch ein paar Hinweise auf Infomaterial, wie Sie die DHH erreichen können. Und ich habe neue Ideen mitgebracht für weitere Webinare. Vom Umfang wird es etwa ähnlich lang sein vom Inhalt, wieder 1,5 Stunden, plus die ganzen Fragen, die Sie haben. Kann das Ende variieren, sagen wir es so. Aber wir sind offen für Fragen und sollte Sie nicht davon abhalten, welche zu stellen. Schon angedeutet, als Teilnehmer sind Sie in diesen Webinaren Zuschauer. Das heißt, Sie können mich und Herrn Lange sehen. Sie können auch die Unterlagen sehen. Aber wir können Sie nicht sehen. Wir haben kein Video. Wir können Sie auch nicht hören. Auch andere Teilnehmer können Sie weder sehen noch hören. Dennoch bitten wir um Interaktion. Es gibt die Möglichkeit, im unteren Bildschirmrand mal die Hand zu heben, wenn wir Umfragen machen, oder was uns wichtiger ist, die F&A-Funktion zu nutzen, um Ihre Fragen einzugeben. Oder rechts können Sie mit mir verlassen. Die Fragen können Sie jederzeit stellen, auch schon während der Vortrag läuft. Wir können die sehen direkt schon. Wir werden aber Blöcke haben, 2 Stück, an denen die Fragen beantwortet werden. Die Fragen werde ich jeweils vorlesen mit Ihrem Vornamen und Sie können aber auch die Fragen anonym senden, wenn Sie dieses Häkchen setzen, was da links eingekreiselt ist. Sobald die Frage beantwortet wurde, wird die Frage-Antwort für alle sichtbar werden. Da ist es wichtig oder mir wichtig, dass wir den Nachnamen weglassen, um den Datenschutz zu gewährleisten. Nutzen Sie die Funktion mit den Fragen, wir freuen uns auf. Wir machen auch Umfragen. Dann bekommen Sie eine Auswahl angezeigt über das Webinar-Tool mit mehreren Antwortmöglichkeiten, picken die für sich richtigen raus und wir können dann später das Gesamtergebnis für alle ansehen. Dieses Webinar ist wieder offen für alle Teilnehmer. Das heißt, sowohl Mitglieder Deutschlandlinken-Hilfe als auch Nichtmitglieder sind herzlich willkommen. Als DHH kurze Vorstellung von uns. Wir sind die Interessenvertretung und Selbsthilfe der Huntington-Familie in Deutschland. Das schon seit nun 50 Jahren. Wir sind bundesweit regional vertreten mit Landesgruppen, Landesverbänden, Kontaktpersonen plus einer zentralen Geschäftsstelle, die ist in Duisburg bei uns, wo man sich melden kann für individuelle Fragen. Neben den Treffen, die es bei uns gibt, die wir online machen, wie dieses seit kurzem, gibt es hauptsächlich persönliche Treffen, um sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Es gibt auch Informationsveranstaltungen mit Experten, wo auch Herr Lange häufig anzutreffen ist. Wir haben eine Palette an Infomaterial, die man sich bestellen kann. Machen bundesweite Treffen für schon bestimmte Zielgruppen, sei es für Genträger, wie es gerade aktuell dieses Wochenende gewesen ist, oder auch für Angehörige andere. Wir machen einmal im Jahr eine große Konferenz im September,
wäre sie geplant. Dieses Jahr aus Corona-Gründen wird es alles anders sein. Und wir haben eine quartalsweise erscheinende Zeitung, der Huntington Courier. Der geht an Mitglieder per PDF oder per Post im Briefkasten. Nicht-Mitglieder bekommen den 3 Monate später auf der Webseite zu sehen. Wer Mitglied ist bei uns, kann auch finanzielle Unterstützung erhalten. Zum Beispiel jetzt in der Corona-Zeit haben wir einen extra Fonds aufgesetzt für Menschen, die einfach jetzt mehr Aufwände haben. Können Sie an uns wenden und dafür Geld bekommen. Oder wir ermöglichen pflegenden Angehörigen eine Auszeit, wenn die mal für ein Wochenende, für einen Kurztrip einfach für sich Kraft schöpfen wollen. All unsere Infos findet man auf der Webseite, auch den Mitgliedsantrag. Das war's, was ich sagen wollte zur DHH. Dann freue ich mich sehr, dass Herr Lange dabei ist. Eins unserer Ehrenmitglieder Deutschen Huntington-Hilfe. Gestern hat er mir erklärt, Sie haben schon über 50 Jahre Huntington-Erfahrung, habe ich mir gemerkt. Und das ist ja auf jeder Tagung, ich glaube, so wie als Urgestein, wie gestern Sie bezeichnet, auf jeder Tagung fehlt Herr Lange nicht, der ist immer dabei. Sei es aber auch regional, leitet unsere Gruppe in Düsseldorf, Mitbegründer von vielen Landesverbänden und anderen Dingen, die wir ihm zu verdanken haben, Mitglied in unserem wissenschaftlichen Beirat und sehr aktiv in Foren immer wieder für Familien da, um Fragen zu beantworten. Selbst noch aktiv als Sprechstunde in Düsseldorf und im Huntington-Zentrum in Münster. Nur als Ausblick von dem die Sachen, die mir auf die Schnelle aus dem Kopf einfallen. Alles andere können Sie gerne noch ergänzen, was ich jetzt weggelassen habe. Sonst freuen wir uns sehr auf Ihren heutigen Vortrag zum Thema, wie halte ich mein Gehirn fit. Damit stoppe ich meine Präsentation. Dann können Sie Ihren Bildschirm freigeben. Danke für die freundliche Einladung und das hat gestern schon viel gemacht und ich hoffe, den Zuschauern und Zuhörern macht es dann heute genauso viel Spaß, wie denen, die das gestern miterlebt haben. So, dann gehen wir auf den Bildschirm. Wo ist denn die? Genau, und dann geht es sofort los. Ja, spannendes Thema. Bin ja Arzt geworden, um mich hauptsächlich mit Problemen des Gehirns zu befassen. Und das Thema fasziniert mich seit meinem ersten Tag im Medizinstudium. Und insbesondere, seit ich mich der Huntington-Krankheit und den Familien mit der Huntington-Krankheit widme, ist das so das Hauptaugenmerk auch meiner klinischen Forschung und meiner Fürsorge für Patienten und Familien. Zwei Teile soll es heute geben. Einmal über das Huntington-Gen und Gehirn, wie das zusammenhängt. Und im zweiten Block nach der Frage- und Antwortpause, wie halte ich mein Gehirn fit? Da kommen dann konkretere Hinweise. Erster Teil, das Huntington-Gen ist uralt. Ich habe mal so einen Stammbaum gefunden im Internet, wann das aufgetreten ist. Ungefähr vor 600 Millionen Jahren gab es das erste Mal diese genetische Botschaft. Und die italienische Mannschaft von den Kollegen Zugato und Cattaneo, die haben mal so eine sehr anschauliche Tafel dargestellt, da kann man sehen, wo überhaupt schon dieses Gen auftaucht, wusste bis vor kurzem auch nicht mehr, dass es schon bei der Honigbiene aufgetaucht ist, aber noch nicht im Zusammenhang mit dem Nervensystem steht. Später hat dieses Gen eine Riesenbedeutung für die Entwicklung von Nervengewebe und Nervensystem und insbesondere Gehirnentwicklung. Die Quintessenz ist, je mehr CRGs in der Erbsubstanz kodiert sind, umso mehr Gehirn gibt es in dem entsprechenden Lebewesen. So wundert es nicht, dass man hier auf der Schautafel genau erkennt, dass bei Menschen die meisten CRGs vorliegen. Der Affe hat deutlich weniger, die Maus hat nur ein paar davon. Deswegen ist es auch so der Fall, dass die Huntington-Krankheit nur bei Menschen auftritt, denn die erfordert eine ziemlich hohe Anzahl von CRGs. Wir dachten früher, das geht erst los mit 36 CRGs, es sind aber einige Fälle publiziert worden, die weniger als 36 CRGs hatten, sogar bis runter auf 30 CRGs. Ja, da das Gen so alt ist, kann man sich leicht ausdenken, dass das nicht nur eine Funktion hat. Hier ist mal eine Zusammenhangstafel erstellt worden, mit wie vielen anderen Genen oder Eiweißen
das Huntingtin-Eiweiß dann mit anderen Eiweißen angeht. Und wenn Eiweiß mit anderen Eiweißen was zu tun haben, hat das immer eine funktionelle Bedeutung. Und hier ist mal aufgelistet mit den Farbkodierungen, was Gene, die mit dem Caudatum zu tun haben, raufreguliert sind einige, die sind gelb, die runterregulierten sind die blauen. Also ich bin froh, dass es Kollegen gibt, die sowas verstehen. Ich kann das nur angucken und staunen sagen, Donnerwetter, zum Glück gibt es Wissenschaftler, die auf dem Gebiet genügend Einblick und Durchblick haben, um uns da weiterzubringen, wo wir den Hebel da bei dem Gen ansetzen können. Aber das erklärt auch, warum wir so jahrelang brauchen, um von der Erkenntnis, das ist die Mutation, zur Therapie zu kommen. Wir dachten ja alle, wir schaffen das in 5 Jahren. Aber wenn man dieses Schaubild sieht, da weiß man, wenn es in 15 Jahren kommt, dann sind wir vielleicht immer noch schnell gewesen. Wir wissen seit 1995, dass das eine ganz wesentliche Bedeutung hat für die Hirnentwicklung. Wir wissen ja alle von den Huntington-Mäusen. Wenn man aber die Mäuse so züchtet, dass die diese Geninformation überhaupt nicht haben, dann stirbt der Mäuseembryo innerhalb von 5 bis 10 Tagen, vom 5. bis 10. Embryonalen Tag stirbt er ab und ist dann vollständig verschwunden. Das ist also am Lebensanfang eine der genetischen Informationen, die ist unverzichtbar und das Fehlen ist mit dem Leben nicht vereinbar. Wann passiert das, dass der Mäuseembryo abstirbt? Ich habe das mal so auf einer Schautafel. Dann, wenn sich aus der oberflächlichen Gewebe des Embryos das Nervengewebe anfängt zu bilden. Hier ist das mal eine Videoaufzeichnung für den Menschen dargestellt, an welchem Tag da was passiert. Das ist so eine Aufsicht auf den Embryo. Aus diesem hellblauen bildet sich dann das spätere Nervengewebe. Das faltet sich dann ab einem gewissen Tag dann in die Tiefe und der obere Teil wird zum Gehirn, der mittlere Teil, der untere Teil dann zum Rückenmark. Da erkennt man schon die ersten Abschnitte und das ist bei Menschen dann erst so am 22., 23. Tag soweit, was bei der Maus dann schon am 9. Tag schon völlig verschwunden ist oder am 10. Tag spätestens die ganze Mäuseembryo nicht mehr existiert. Also wir wissen damit, das ist extrem wichtig, dieses Gen und unverzichtbar. Ja, die neuere Forschung hat das bestätigt, dass das für mehrere Stadien der Hirnentwicklung unverzichtbar ist. Und die neuesten Erkenntnisse sind, dass dieses mutierte Gen diesen Prozess sogar verstärkt und die frühzeitige Bildung von Nervenzellen und den Nervenstützzellen befürwortet, beflügelt. Das verbessert das sogar. Das war uns bis dato nicht bekannt. Wir dachten immer, mit dieser Mutation kann man nichts anfangen. Aber nein, die ist prima erstmal dazu da, die Gehirnentwicklung zu befördern und zu beflügeln. Das hat tatsächlich auch schon eine klinische Relevanz. Die Kinder mit genetischem Risiko für die Huntington-Krankheit haben eine veränderte Verbindung zwischen Striatum und Frontallappen. Das sind 2 Regionen, die durch die Krankheit später sehr betroffen sind. Und die Ergebnisse darauf hin, dass Jahrzehnte vor dem Einsetzen der eigentlichen Krankheitssymptome eine genetische Mutation tatsächlich die Entwicklung beeinflusst und Veränderungen in der Stärke der Gehirnveränderung verursacht. Das muss aber nicht unbedingt gleich zum Nachteil sein. Hier aus der Arbeitsgruppe von Iowa auch, dass die tatsächlich dann durch die Hirnbildgebung das Volumen der Kinder in der Entwicklung vom 6. bis 18. Lebensjahr angeguckt haben. Und Sie sehen da an der schwarzen Linie einen eindeutigen Aufwärtstrend. Da sind die Kinder mit der Mutation erstmal im Vorteil mit einer höheren Hirnentwicklung als bei anderen, die diese Mutation nicht haben. Und das ist nicht nur im Gesamthirn, sondern auch bestimmte Areale im Gehirn wurden untersucht. Da ist derselbe Tendenz nachweisbar. Und dieselbe Arbeitsgruppe hat aber dann geguckt, was das für die Kinder bedeutet. Da werden sie genauso überrascht sein wie ich, als ich das erste Mal gesehen und gehört habe, dass die Kinder, die mit 40 oder 41 CAGs auf die Welt gekommen sind, im Altersvergleich intelligenter sind als die anderen CAG oder normale CAG-Zahlen haben. Das heißt also tatsächlich, anfangs sind die Kinder flotter,
im Kopf als die Kinder, die die Mutation oder die Erweiterung des Gens nicht haben. Und viele Familien berichten das auch von den Kranken. Früher war das so ein cleveres Kind, da haben wir alle die Ohren angelegt, was da alles möglich war. Und das erklärt sich durch diese eher positive Wirkung des Gens aufs Gehirn. Das gibt Untersuchungen, dass das nicht nur tatsächlich bei den Kindern der Fall ist. Es gibt eine Menge Publikationen, wo man sagt, auch die Kranken, die die Mutation, die Patienten oder die Menschen, die die Mutation haben, die haben auch schon einige Probleme im Bereich der Neuropsychologie. Aber die Forschertruppe um den Professor Carsten Saft in Bochum, da gibt es einen sehr cleveren Psychologen, eine Beste, der hat bei Risikopersonen tatsächlich mit geschickten Untersuchungen herausgefunden, dass die besser funktionieren als Kontrollpersonen, die die Mutation nicht haben. Das hat er in mehreren Experimenten belegt. Und dann hat er das zu unserer aller Überraschung tatsächlich auch bei Kranken gefunden, von denen es ja heißt, ja, das Kranke machende Gen schädigt das Gehirn, dann geht manches nicht mehr, was vorliegt. Wenn man das richtig geschickt untersucht, findet man auch, dass die Patienten sogar eine schnellere Reaktionszeit zeigen bei gewissen Aufgaben, wenn man sie nur richtig stellt. Man sieht, dass die Patienten sogar in der Reaktionszeit und in der Fehlerquote besser waren als die Kontrollen oder die Personen, die die Mutation hatten, aber noch nicht erkrankt waren. Dann erklärt das, dass da zu viele exzitatorische Überträgersubstanzen, sogar anregende oder erregende Überträgersubstanzen im Gehirn vorliegen, die auf der einen Seite diese positive Reaktion in diesem Test ermöglichen, andererseits, was zu viel des Guten ist, ist an anderer Stelle einfach schädlich und stört dann die gute Funktion des Gehirns. Also, Fazit ist, nicht alles ist schlecht durch die Mutation. Und das ist belegt auch durch die Untersuchung, die wir jetzt durch Enroll haben. Da sind ja 20.000 Menschen aus Huntington-Familien mittlerweile für die Wissenschaft organisiert. Und gucken Sie sich die beiden oberen Kurven jeweils an, da sehen wir alle doch ganz klein einigen Untersuchungen Aufwärtstrend. Da sind über die Jahre erstmal bessere Leistungen bei dem Stroop-Test, bei dem Zahlensymboltest, alles wichtige Tests, die zur Kontrolle der Hirnleistung bei dem Testprogramm eingesetzt werden. Da sieht man also, anfangs geht es sogar den Berg rauf, selbst bei denen, die mit der Krankheit zu tun haben. Es ist ganz wichtig, dass man letztlich weiß, wo spielt die Musik bei der Huntington-Krankheit. Und ich bin ja eingestiegen als Hirnforscher, um die Veränderung am Gehirn bei Huntington-Kranken zu erforschen, nachdem sie verstorben war, also an Hirnautopsiematerial. Und in dieser großen Datenbank, die mir da zur Verfügung stand, konnte man feststellen, dass die Verteilung der Hirnschäden durchaus anders war, als man das bisher gedacht hat. Vielfach war so ein Begriff in der Welt, dass das eine Erkrankung der Basalganglien ist. Das sind die Strukturen, die in diesem Bereich Caudatum, Putamen bilden, das Duatum. Das nennt man insgesamt die Basalganglien. Und da hat man da die Huntington-Krankheit als Erkrankung dieser Strukturen beschrieben. Also wenn man sieht, das Gehirn hat im gesunden Zustand 1300 Gramm und nach 20 Jahren Krankheit sind noch 1000 Gramm da. 300 Gramm kann man nicht in dieser Region verlieren. Da muss das Endhirn, das Großhirn sozusagen, mit in Leidenschaft gezogen werden. Sie sehen das auch an dieser Zahl. 20% vom Volumen des Endhirnens gehen da verloren. Aber auch das Zwischenhirn, das wesentlich vegetative Schaltstationen hat, das ist auch 15% kleiner. Im Mittelhirn sind wichtige Strukturen, Atemzentrum und so weiter. Auch das ist 11% kleiner. Man sieht, das ist eine Erkrankung von vielen Teilen im Gehirn und nicht nur eine Erkrankung der Basalganglien. Überraschend waren auch die Ergebnisse, wie sich das auf der Hirnrinde im Endhirn verteilt. Die meisten Beschreibungen gehen auch bis heute noch davon aus, dass er überwiegend eine Erkrankung im Stirnhirnbereich ist. Hier ist der Stirn, hier ist das Hinterhaupt. Aber wie Sie an den Zahlen sehen können, da sind nur 12%, aber an der Hirnregion, die oberhalb der Augenhöhle liegt, da sind allerdings 20%.
wird Wundverlust am Ende der Krankheit zu verzeichnen. Und die ist ganz wichtig für Verhaltenssteuerung. Hier hinten, hinter dieser Zentralfurche, die trennt den Vorderteil, den Frontallappen von den hinteren Teilen. Und in den hinteren Teilen wird die ganze Sensorik, alles, was wir wahrnehmen, verarbeitet. Gibt es primäre Zentren, hier ganz hinten ist das Sehzentrum. Und auch das ist kleiner und insbesondere aber die Verarbeitungsregion für diese optische Information ist gestört. Wenn man sich die Innenfläche des Gehirns ansieht, sieht man, dass es eine große Verbindung zwischen beiden Hemisphären gibt, zwischen beiden großen Hemisphären. Und die ist auch im Verlauf der Krankheit 30% kleiner, sodass die Kommunikation zwischen rechts und links sicherlich nicht mehr so gut läuft wie im gesunden Zustand. Und hier erkennt man, dass die Sehrinde eben 17% kleiner ist. Deswegen erklären sich viele neuropsychologische Auffälligkeiten dadurch, dass die Sehsignale erstens hier schon schlecht verarbeitet werden und dann in der Interpretationsregion, die ist 30% kleiner, dass da die Datenverarbeitung nicht mehr so richtig funktioniert. Und wenn die verarbeitete Information an den frontalen Kortex gemeldet wird und eben fehlerhaft ist, dann kann der Kortex vorne so gut sein, wie er will. Wenn er mit falschen Daten gefüttert wird, ist das Resultat ja klar, kann das nicht mehr optimal sein. Wichtig ist auch, diese Struktur, diese Hirnrinde oberhalb des Balkens, so nennt man das, oder Corpus callosum lateinisch, das sieht aus wie eine Hirnzwinge, heißt auch dann Gyrus cinguli, die Zwinge im Gehirn. Wir haben also lauter witzige Teile im Gehirn, wenn man mal die Sprache des Gehirns kennt. Und die Bereich, der unsere emotionale Steuerung beinhaltet, ist wesentlich betroffen. Wir haben da also ganz klare morphologische Veränderungen in den Regionen, die für vieles in unserem Verhalten zuständig sind. Die Hirnbildgebung ermöglicht uns das auch jetzt zu Lebzeiten, ohne das Gehirn zu schädigen, anzugucken. Das ist eine Patientin, die war zu Beginn mit einem völlig normalen Gehirn unterwegs. Zu Beginn ihrer Erkrankung dann, 1994, da war sie 30 Jahre, da sah man schon eine leichte Aufweiterung in diesem Bereich. Sie sehen, dass die vorderen Hirnkammern, das nennt man auch die Vorderhörner, größer geworden sind als früher. Und Sie erkennen hier, sind noch keine Furchen in der Hirnrinde zu erkennen. Und hier sieht man schon leichte Furchen in der Hirnrinde. Das kann man messen. Und im Jahr 2005 war das eindeutig erweitert. Das sieht man ja auf den ersten Blick, dass diese inneren Hirnkammern, das ist jetzt keine Computertomographie wie hier, sondern das Kernspin. Das liefert natürlich viel feinere Bilder und hohe Auflösung. Und da sieht man eben, dass diese Caudatumköpfe sehr flach geworden sind und dass die Furchung der Hirnrinde weiter zugenommen hat. In dem Zustand war die Patientin auch schon dann deutlich erkennbar krank. Wenn man sich den Verlauf dieser Untersuchungen aufplottet über den Zeitraum, kommt man zu einer Erkenntnis, dass bei einigen Patienten, einige Menschen, die erst später krank werden, das sind diese roten Punkte, das sind Risikopersonen, die zunächst in dieser Bildgebung waren, bevor sie Krankheitssymptome hatten. Und da sieht man, dass wohl diese Abstandsmessung zwischen diesen beiden Caudatumköpfen, dass die bei einigen schon in dem pathologischen Bereich ist, bevor sie erkrankt werden. Das Erkrankungsalter ist hier mit 0 eingezeichnet. Also durchaus 5 Jahre, manchmal sogar 10 Jahre vorher, haben wir schon mit diesen alten Hirnbildern was anfangen und interpretieren können. Hier ist außerdem mir noch wichtig, Ihnen zu zeigen, wie Altersveränderungen aussehen. Das sind die alterstypischen Veränderungen, da sieht man hinten keine Furchen. Selbst auf den alten Computertomographen konnte man das schon fein unterscheiden. Und diese Hirnfurchen, die haben wir dann auch gemessen, aber die nur so grob in Stufen eingeteilt, leicht, mittel und schwer betroffen. Und da sieht man auch da rote Punkte im Bereich von bis zu 10 Jahren vor dem Beginn der Erkrankung, dass da auch die Hirnrinde schon betroffen war. Und wenn man diese beiden Kurven übereinander legt, da ist doch ganz klar, dass beide Prozesse sowohl für den Basalganglius, sprich Striatum, und die Hirnrinde zeitgleich ablaufen. Und das ist dummerweise
Das ist ja durch meine Arbeit in den 80er Jahren herausgekommen, aber erst jetzt durch die moderne Bildgebung auch endlich bestätigt und dann akzeptiert worden, dass es tatsächlich eine Erkrankung von Hirnrinde und Basalganglien gleichzeitig ist. Und das hat eben auch die Arbeitsgruppe, an der Karin Reetz, die Professorin in Aachen vom Huntington-Zentrum beteiligt ist, die konnten das bestätigen, dass das tatsächlich in mehreren Bereichen frühzeitig beginnt und gerade auch in den Bereichen, die durch diese anatomischen Untersuchungen bestätigt worden sind. Wir haben also in der Phase, bevor die Krankheit mit dem klassischen motorischen System erkennbar wird, tatsächlich auch schon Hirnveränderungen, die uns für die Therapie dann nachher hilfreiche Fingerzeige geben. Wenn man in der Phase dann untersucht mit Testverfahren, das ist der gut bekannte Bendentest, die Probanden werden aufgefordert, gucken sich das 10 Sekunden an und müssen dann aus dem Kopf das nachzeichnen. Auch da sehen Sie, dass einige der Risikopersonen, die später krank waren, durchaus aber auch schon 15 Jahre vorher Schwierigkeiten hatten. Und diese Personen sind die Risikopersonen, die bis dahin gesund waren. Das sind sicherlich alles Menschen, die diese Mutation nicht haben. Ein ähnlich guter Test ist der Syndrom-Kurztest. Da muss man diese bunten Klötzchen auf die passende Zahl und wieder zurücklegen. Auch da sehen Sie, dass es da bis zu 15 Jahre vorher schon eine Einschränkung in der Arbeitsgeschwindigkeit gibt. Das zeigt also, wir haben auch in der Phase vor der motorischen Symptomatik schon eine fassbare neuropsychologische Störung. Ja, ich denke, jetzt erlauben wir mal, das ist ja ein bisschen viel Information gewesen, manches überraschende hier. Gibt es jetzt schon Fragen zu diesem, was das Gen mit dem Hirn zu tun hat? Na, erstmal danke für den Teil mit den Grundlagen. Ich denke, das ist jetzt wichtig, um das weiter auch gleich verstehen zu können. Erstmal zu verstehen, was passiert im Gehirn bei der Huntington-Erkrankung. Darauf wir die Aufrufe nutzen, die Chance stellen, genau, Fragen. Genau. Genau, Frage und Antwort jetzt. Das ist ja eine, die ist recht allgemein, aber die nehmen wir jetzt. Da fragt Angie. Nicht unser Thema heute, aber dennoch alles willkommen. Jede Frage ist erlaubt. Wenn man mit 60 ohne Familie auf dem Land lebt, keinen Arzt findet, der weiterhilft, der Hausarzt keine Ahnung hat, der Orthopäde wichtig wäre, Neurologen, Psychologen fehlen, keine Termine bei Physio, Ergo gibt, Enroll nach Erlangen, in Erlangen stattfindet und sie mit öffentlichen nicht hinkommen kann. An wen kann sich wenden, um Hilfe zu bekommen? Das klingt ja schon nach ziemlich vielen Problemen und es ist traurig, dass es so ist, wie da geschrieben wird. Also Physiotherapie, Ergotherapie sollte eigentlich überall möglich sein. Gut, Corona hat da so einige Schwierigkeiten gemacht, aber die Physio- und Ergotherapeuten durften immer behandeln, weil es medizinisch notwendig war und das nicht überbrechen will. Also da guckt man, wenn man selber nicht mehr mobil ist, kann man diese Therapie zu Hause verordnet bekommen. Also das ist keine Frage. Da hat man einen gesetzlich verbrieften Anspruch drauf. Ergo- und Physiotherapie zu Hause, auch die Sprachtherapie kann im häuslichen Umfeld passieren und auch manchmal sinnvoller in dem häuslichen Umfeld, dass der Ergo- und der Physiotherapeut genau wissen, wo sie im Stolper stellen, die Hilfe, die zu bereiten wurde, damit besser umzugehen. Ja, Experten mit Erlangen, klar, kann man ja mit den Erlangen mal verhandeln, ob die auch Videokonsultationen machen, dass sie da einfach dann sagen, nicht nur alle Jahre wieder, sondern dann, wann immer ich Bedarf habe, melde ich mich bei ihnen, wird das Video angeschmissen und man berät sie dann über das Video. Mache ich seit 2017, könnte eigentlich jeder machen. Auch noch von mir, also Angie, klingt nach dem, als lebst du in Bayern. Die Roswitha Moser ist meines Wissens auch heute in der Runde. Du kannst dich gerne an Landesverband Bayern auch mal wenden, was die noch für dich an Tipps haben in der Region. Vielleicht gibt es da Ansprechpartner, die du nicht kennst, aber die da bekannt sind auf andere, bei anderen Personen. Und auch ich, am Ende gibt es nochmal die Kontaktdaten unserer Geschäftsstelle in Duisburg. Auch die haben eine Datenbank, wo man dir helfen kann und auch dir Tipps geben kann, wo Anlaufstellen sind, um dass du deine Versorgung auf bessere Beine stellen können, welche Möglichkeiten es da gibt. Das war die bisher einzige Frage. Okay. Dann. Wenn es keine Fragen gibt zum Grundlagen, dann
starten wir durch mit dem nächsten Teil. Genau. Stoppen jetzt, ne? Einfach weiter. Nicht stoppen. Das ist ja alles zusammen, oder? Ja, aber ne? So. Und den Bildschirm wieder jetzt. Und da geht's weiter. Ja, dann können wir an die richtige Stelle springen, hoffentlich jetzt. Ah, das kann runter. Okay. Ja, jetzt müsste es weitergehen. Noch sehe ich die Startseite. Der Screening wurde unterbrochen. Was ist da? Was ist da los? Da stoppen wir. Müssen wir doch mal neu starten. Bildschirm freigeben. Freigeben. So, das. Aber vom Fenster auswählen. Dann nehmen wir das. So. Von der aktuellen. Also sehe ich das Bildschirm, den Bildschirm nicht mit. Ah, so, okay. Das war der Trick. So, jetzt zum spannenden Teil. Ihre Neugier wirklich, worum geht's, wenn ich mein Gehirn fit halte? Also ich sehe die Unterlage. Standardspruch, gebrauchst oder verlierst, gilt sowohl für die Muskulatur als auch für das Gehirn. Augenblick, ich sehe die Unterlage nicht. Ist nicht da? Ich sehe sie nicht, nein. Bitte okay, dann... Knopf Bildschirm freigeben. Ja. Das so. PowerPoint-Fenster auswählen, dann unten rechts auf den blauen Teilen-Knopf. Ja, so. Dann sollte es kommen. Ja, kommt was, Augenblick. Ja, das, so, ist ja cool. Das wollen wir nicht. Gibt es auch PowerPoint auf dem PC? Nee, das ist es auch nicht. Wir wollen PowerPoint. Wo ist das hin? Wie war es ja noch da? Sonst kann ich es auch auf meinem PC öffnen. So. Was ist los? Warum tut es das jetzt nicht so, wie ich das gerne hätte? Nochmal oben auf Stoppen. Das wird zum Einfachsten. Stopp, okay. Stoppen. So, den grünen Knopf Bildschirm freigeben. Wo ist denn? Ah, da unten. Oh, falsche Ecke erwischt. Das ist rechts. So, jetzt. Da ist die Kaffeetasse. Genau. Und ab aktueller Folie. Jetzt passt es? Ja, jetzt ist es wunderbar. Sorry. Sorry für die technischen Fehler. Alles gut. Gehirn ist das Organ zur Verarbeitung und von Informationen. Und das Geheimnis, warum das funktioniert, sind die Kontakte zwischen den Nervenzellen. Wenn man eine Nervenfaser, eine Nervenzelle ständig mit einem Reiz belädt, den sie weiterleiten soll, dann sind nach 50 Minuten an der Stelle, wo vorher eine Kontaktstelle war, auf einmal zwei Kontaktstellen, weil das Gehirn weiß, mit zwei Kontaktstellen kannst du mehr Informationen pro Zeiteinheit bearbeiten als mit nur einer. Das kann man auch am Rattenexperiment nachweisen. Das ist ein Nervenstrang einer Ratte, die 3 Wochen lang im Laborkäfig gehalten wurde. Und so sieht der Nervenstrang aus bei einer Ratte, in so einer angereicherten Umgebung sich bewegt hat. Viel mehr Kontaktstellen und insgesamt auch ein viel dickeres Kabel. Ist klar, damit kann man viel mehr Informationen transferieren in der Zeiteinheit als mit diesem Kabel. Dummerweise ist, wenn man diese Ratte dann in den Laborkäfig hält und dann nach 3 Wochen nachguckt, dann sieht deren Nervenstrang wieder so aus wie das. Der Rückbau geht dann nämlich genau. Alle Nervenkontaktstellen, die nicht gebraucht werden, werden nach kurzer Zeit abgeschaltet, weil das die Energiefresser sind im Gehirn. Energie ist ein Energiefresser der Sonderklasse. Ein Viertel der Gehirn, der Energie, die wir für Gehirn, die wir im Körper verbrauchen, werden fürs Gehirn gebraucht. Übung macht den Meister. Kennen Sie den Spruch? Das können Sie alle gut lesen. Das ist ein kleiner Test, dass Sie da diesen Text, der völlig falsch geschrieben ist, aber fließend lesen können. Und selbst in dem Englischen, wenn man der englischen Sprache mächtig ist, kriegt man das hin, dass man diese völlig verballhorten Texte lesen kann. Das macht die Fähigkeit des Gehirns, weil es weiß, was eigentlich gemeint ist. Also die Automatismen helfen dem Gehirn kolossal, um da gut klarzukommen. Ja, man kann ja viel nachlesen, was man tun kann, um geistig bis ins hohe Alter oder bei Krankheit geistig fit zu bleiben. Ich habe da mal ein Zitat in der Süddeutschen gefunden. Vieles Richtige bewiesen sind körperliche Bewegung, soziale Kontakte und geistiges Training,
Letzteres bedeutet aber nicht einförmiges Üben am Computer. Einförmig ist richtig, Üben am Computer ist aber hilfreich, sondern geistigen Input verschiedener Art, anspruchsvolle Kreuzworträtsel, Sachbücher, Schach lernen, Tanzkurs machen. Wichtig, da hat er ganz recht, ist, dass man Krankheiten konsequent behandelt, die die Hirndurchblutung und Hirnfunktion stören können, zum Beispiel Bluthochdruck oder Zuckerkrankheit oder Schilddrüsenkrankheiten. Deswegen wichtig beim Hausarzt gucken, ob irgendwas nicht so in Ordnung ist, dass das Gehirn auch noch zusätzlich leidet. Was sind die vier Säulen der geistigen Fitness? Ja, wir haben eben das schon richtig gehört. Das Körperliche ist wichtig, das Geistige ist wichtig. Und dann gibt es die klare Erkenntnis, dass nur die Pause den Erfolg bringt, sowohl beim sportlichen Training als auch beim geistigen Training. Und wir haben gestern ja schon ein bisschen über gesunde Ernährung gesprochen und man kann das in puncto Gehirn weiter optimieren. In Sachen computergestütztes Training bin ich sicherlich auch einer der ersten gewesen, die das bei Huntington-Kranken gemacht haben. Wenn man diese Arbeit sieht, die auf ResearchGate runtergeladen werden kann, Link und die Daten kriegen Sie ja am Anschluss nach von der Huntington-Hilfe als PowerPoint-Datei. Da können Sie dann nachlesen, dass wir mit Computer der Commodore 64er-Klasse. Für die, die mein Alter haben, werden sich daran erinnern. Die jungen Leute wissen gar nicht, wovon ich rede. Aber da steht schon vieles Richtige, warum, weshalb das hilft. Und da habe ich als Abschluss gehabt, es wäre schön, wenn langsam mal einige Forschung in dem Gebiet getan wäre. Gestern konnte ich schon zeigen bei dem Vortrag, dass Mäuse, die in angereicherter Umgebung leben, nicht nur motorisch geschickter bleiben, das ist hier zu sehen, die Mäuse mit der Huntington-Mutation, die fallen vom Drehrad, rubbelt die Katze herunter. Die in angereicherter Umgebung halten sich zu einem großen Prozentsatz weiterhin fit und können die Aufgabe, die die normalen normale Mäuse ohne die Huntington-Mutation können, die können das Sekunden, Minuten lang aushalten. Auf dem Drehrad halten die sich bis zuletzt und auch 90% der aktiven Mäuse mit der Huntington-Mutation können das. Ein anderes Phänomen war das Zusammenschlagen der Hinterbeine. Da sieht man auch, dass das sehr schnell und ausgeprägt bei den inaktiven Mäusen der Fall ist. Bei den aktiven Mäusen mit der Mutation ist das viel geringer ausgeprägt. Und wie gesagt, bei den normalen Mäusen passiert das überhaupt nicht. Das Tolle ist aber, was ist mir heute wichtig, dass Sie sehen, dass in das Gesamtgehirn 20% weniger Schaden nimmt, bei denen, die aktiv in der angereicherten Umgebung sich betätigen. Sowohl das Gesamtgewicht als auch in dem Bereich des Striatum, wo die Krankheit so besonders große Veränderungen macht. Ja, es gibt eine Menge Untersuchungen dazu, dass es da tatsächlich auch bei Menschen funktioniert. Die haben sich angeguckt, was durch dieses zweimonatige Intervention passiert ist. Da konnten die sagen, nach dem zweimonatigen Training war eine Verbesserung der exekutiven Funktion, das heißt, wie kontrolliert kann ich mich verhalten oder lasse ich mich von meinen Emotionen ständig leiten, lenken. Und die haben das verbessert auf die Reihe gekriegt und die besonders die weiße Substanz, die Kabelverbindungen waren verbessert, insbesondere in den Balken, der die beiden Hirnhälften verbindet. Das hat also da auch bei Menschen funktioniert, durch Aktivität direkt aufs Gehirn gewirkt. Dann hat eine Gruppe, die ich sehr schätze, in Australien einige sehr interessante Untersuchungen gemacht und bei 15 Patienten mit der Huntington-Krankheit eine multidisziplinäre Reha-Maßnahme durchgeführt über 9 Monate. Sie können nachlesen, hier dreimal wöchentlich selbstgesteuertes Hirntraining, einmal wöchentlich waren die im Zentrum, 14-tägig kam Ergotherapie und da wurde auch kognitiv nachgeguckt, was passierte und im MRT auch die Hirnveränderung. Und die Teilnehmer zeigten nach diesen 9 Monaten ein erhöhtes Volumen an grauer Substanz im rechten Kaudatum und
bilateral im dorsolateralen frontalen Kortex. Das sind also wichtige Strukturen. Und damit können wir dann belegen, dass das nicht nur bei der Maus funktioniert, sondern auch bei Menschen funktionell und anatomisch vorteilhaft ist, sich aktiv zu betätigen. Eine andere sehr aktive Gruppe hat angeguckt, was Patienten mit der Krankheit im Frühstadium durch so ein Training des Arbeitsgedächtnisses hinbekommen. Da waren 7 von 9 Patienten in der Lage, das Programm durchzuziehen. Das ist ja erfreulich, dass das so eine hohe Quote ist. Und im Vergleich zum Ausgangswert hatten diese Patienten eine signifikante Verbesserung bei den Tests des verbalen Gedächtnisses. Und jeder dieser Patienten war zufrieden mit dem Training, fand es hilfreich und fast alle waren der Meinung, dass sich ihr Gedächtnis subjektiv verbessern will. Auch dieses Gefühl ist ja wichtig. Wenn der Patient selber gar nicht spürt, dass ihm da was nützt, hat er auch keine Lust, das langfristig weiterzumachen. Die schon erwähnte Gruppe aus Australien hat dann bei Prämanifesten, also Mutationsträgern, untersucht und 9 Monate lang dieses vergleichbare Training angeboten, überwachtes Aerobic-Krafttraining, computergestütztes kognitives Training. Dann wurden die Teilnehmer am Ende der Studie wieder untersucht. Signifikante Verbesserung des verbalen Lernens und des Gedächtnisses, der Geschwindigkeit der Informationsverarbeitung und der Aufmerksamkeit. Das ist wichtig genug und hilfreich genug. Und auch diese Patienten waren froh, an dieser Studie teilgenommen zu haben und wollten das Programm fortsetzen. Ein weiterer wichtiger Erkenntnis haben wir David Crawford und seiner Mannschaft in Manchester in der United Kingdom zu verdanken. Die haben sich auch 10 Mutationsträger angeschaut und 8 Wochen eine Behandlung gemacht mit der Achtsamkeitsübungen. Der eine oder andere kennt das schon, da lernt man sich auf seinen Körper und seine sensorischen Signale aus dem Körper zu kontrollieren und eben auch sich selbst im Leben achtsam zu verhalten. Und da hat man nach dieser Behandlungszeit große Effekte gesehen, dass später wieder weniger Angst war und weniger Stress und die Aspekte der Achtsamkeit besser wahrgenommen wurden. Und die Teilnehmer haben auch dabei gedacht, dass es für sie hilfreich war, an diesem Kurs teilgenommen zu haben, wollten das in der Zukunft beibehalten, dieses Training. Werde natürlich, wenn die Endfassung kommt, hier diesen englischen Teil noch ins Deutsche wieder übersetzen. Ich habe gestern schon zeigen können, wie wirksame Rehabilitation sein kann. Die Patientin hat zu Anfang dieses Zifferblatt so nur mit größten Schwierigkeiten, aber auch richtig hingekriegt. Nach der Reha konnte sie das viel eleganter und schneller und besser zeichnen und den Zahlenverbindungstest auch anfangs nur mit großer Mühe und großem Zeitaufwand erledigt, hinterher deutlich besser und schneller. Der Wunsch nach weitergehender Forschung auf diesem Gebiet besteht immer noch. Ich hoffe, dass diese große Studie, die in Cardiff in Wales läuft, irgendwann auch mal zu guten Ergebnissen führt. Die haben eine sehr umfassende Trainingsbatterie und eine sehr umfassende Testbatterie jetzt im Angebot. Es wäre toll, wenn wir in Deutschland auch so ein Programm einmal anbieten könnten. Da müsste man mal vielleicht auch über die DAH ein bisschen Druck bei den entsprechenden großen Zentren machen, ob das da nicht geleistet werden kann. Wenn man sich anguckt, wann funktioniert Gehirn am besten, dann ist klar, dass wir in einem mittleren Anspannungsniveau am besten arbeiten. Zu wenig Anspannung macht das Gehirn langweilig und stresst.
zu viel überfordert das Gehirn, macht auch Stress und die Hirnfunktion wird im Rahmen dieser Kurve genau optimal am besten sein, wenn man im mittleren, im sogenannten Wohlfühlbereich aktiv ist, sowohl was das Gehirn angeht, als aber auch die körperliche Belastbarkeit. Ein zu wenig und ein zu viel ist in beiden Fällen ungesund. Wichtig ist ja, hatte ich gesagt, nicht nur das körperliche Betätigen, also das geistige Betätigen, sondern ganz wichtig ist, dass man auch ausreichend Ruhephasen hat und ausreichend gut und mengenmäßig schläft. Die Arbeitsgruppe aus Australien hat sich auch einmal prämanifeste Mutationsträger angeschaut und geguckt, was deren Schlaf macht. Denn es ist bekannt, dass Schlafmangel und Schlafstörungen die strukturelle und funktionelle Veränderung des Gehirns hervorrufen können und auch zu kognitiven Defiziten führen. Chronischer Schlafmangel lässt weniger intelligent sein als ausreichender Schlaf. Und nach dem bisherigen Erkenntnis ist klar, dass es auch Beginn und Fortschreiten von Krankheiten erleichtern, sogar beitragen kann. Und dazu kann man sicherlich auch die Handlung der Krankheit zählen. Es wurden da also 11 Mutationsträger eingeschlossen, 12-wöchige multidisziplinäre Therapie, 3 2-stündige Sitzungen pro Woche, überwachte Gruppen, kognitives Training. Es wurde dann nachts gemessen durch Bewegungsaufnehmer, wie ruhig oder unruhig man geschlafen wurde und eben auch mit Skalen die Schlafqualität beurteilt. Das wurde dann zu Beginn nach 6 Wochen und 12 Wochen dann kontrolliert. Und auch Stress, Depression, Angstzustände wurden registriert und entsprechende passenden Testverfahren dann auch dokumentiert. Im Ergebnis, dass alle Teilnehmer auch die Sitzungen beendeten, insgesamt 30 Sitzungen. Das heißt, es war sicherlich für alle lohnenswert, dabei zu bleiben. Und nach der 12-wöchigen Intervention oder eine Abschlaf der Schlaflatenz, das heißt, wie rasch sie eingeschlafen sind, das war verkürzt, sowie die Anzahl und Dauer des Erwachens. Das Durchschlaf war also auch besser. Und die subjektive Qualität verbesserte sich auch nach 12 Wochen körperlichen, kognitiven Trainings. Das ist also wichtig, wenn man eben sich sowohl körperlich als auch geistig moderat betätigt und beschäftigt, wird der Schlaf automatisch dadurch besser. Also klar, wir brauchen am Tag ausreichend Pausen und dieses Pausenmanagement ist dann optimal, wenn auch die Entspannung da optimal in den Pausen läuft. Da gibt es diverse Techniken, die man anwenden kann. Und der Powernap ist eine sehr gute Methode, um dort wieder dem Gehirn gute Leistung abzuverlangen. Nachts ist es ganz wichtig, ausreichend erholsamen Schlaf zu haben. Da gibt es 4 goldene Schlafregeln. Man sollte die Zeit im Bett verringern. Viele alte Leute liegen einfach zu lange im Bett. Die haben keine Schlafstörung, sondern eine Bettliegestörung. Man sollte das Bett nur zum Schlafen nutzen, damit das Gehirn weiß, aha, jetzt bin ich ready, um schlafen zu gehen. Das sind natürlich gewisse Ausnahmen schon erlaubt. Gehe nie ins Bett, wenn du nicht schläfrig bist. Und stehe morgens vor, unabhängig von der Schlafdauer, immer zur gleichen Zeit auf. Damit man, wenn man da mal irgendwie eher spät ins Bett kommt, den nächsten Abend wieder, den nächsten Tag eigentlich im richtigen Rhythmus wieder beginnt. Ja, zum Punkt gesunde Ernährung, Brain Food. Welche Lebensmittel kann man da empfehlen? Nüsse sind bekanntermaßen harte Schale, gesunder Kern. Gibt da Unterschiede? Am wenigsten wertvollen weiß man, sind die Erdnüsse, die haben mehr Energie als die wertvollen Fettsäuren. Der Chiasamen ist sehr gesund. Grünes Gemüse kann man zu Smoothies verarbeiten. Beeren sind vielfach mit vielen gesunden Stoffen fürs Gehirn ausgerüstet. Und 1,5 bis 2 Liter trinken pro Tag ist wichtig fürs Gehirn. Ein Wassermangel
kann das Gehirn auch direkt in Probleme bringen. Die Information kann man auf dieser Webseite ganz gut nachlesen. Wir haben gestern schon gehört, dass es eine Studie gegeben hat, die eine spezielle Huntington-Diät eingesetzt hat. Das war diese Diät. Die klingt so im Prinzip sehr nach mediterraner Kost. Da wird eben an 4 bis 5 Tagen pro Woche dieses purinreiche Gemüse empfohlen. Muschelfleisch auch als Purinquelle, fetter Fisch, um die vielfach ungesättigten Fettsäuren zuzuführen. Die Nüsse hatten wir besprochen, als Träger auch von den verzweigten Aminosäuren. Hülsenfrüchte sind da sehr gute Proteinträger und liefern auch diese wesentlichen essentiellen Aminosäuren. Früchte im begrenzten Maße und auch Fruchtsaft im begrenzten Ausmaß, weil man auf die Fructose achten muss. Deswegen eher Salate und die Gemüse als Lieferanten der Antioxidantien. Natives Öl, Olivenöl liefert viel von der Ölsäure, die als einfach ungesättigte Fettsäure auch lebenswichtig ist. Und es ist wohl gestern sehr überraschend gewesen, dass es nur ein Milchprodukt am Tag geben soll, weil Milch für den erwachsenen Organismus nicht sehr hilfreich ist, sondern eher zu einem früheren Erkrankungsalter auch führt, wenn man da zu viele Milchprodukte zu sich nimmt. Ja, basierend auf Studien, die veröffentlicht sind, gibt es von mir die Empfehlung, diese Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen. Da gehört Vitamin E dazu, der Vitamin C, das Coenzym Q10, das Kreatin, die Fisch- oder Lachsölkapsel und das Beta-Carotin für die Menschen, die nicht rauchen. Ja, Fazit ist also ganz klar, Huntington-Krankheit ist in diesem Jahr und auch im nächsten Jahr noch nicht heilbar. Behandle ja schon jahrzehntelang gut symptomzentriert behandelbar und beeinflussbar ist sie schon immer, besonders im präklinischen Stadium. Wer dann schon Probleme hat mit der Kognition, der sollte sich an einen Neuropsychologen wenden. Die kann man über die Webseite der Gesellschaft der Neuropsychologie, GNP, finden. Das ist eine Kassenleistung, sich dort vorzustellen und untersuchen zu lassen. Und mit dessen Empfehlung sollte man dann ein gezieltes Training da auch schon in Angriff nehmen. Ich denke aber, die Risikopersonen mit der Mutation oder ohne es zu wissen, wenn die einen gesunden Lebensstil und eine sinnvolle Tätigkeit im Alltag ausführen mit einer guten Work-Life-Balance, mit einem vernünftigen ein Freizeitprogramm und mit einem sinnvollen persönlichen Umfeld, die werden um Jahrzehnte später erkranken als die Menschen, die das nicht so konsequent zu ihrem Vorteil und für ihre Gesundheit handhaben. Ja, das wäre es so für mich und meinen vorbereiteten Vortrag. Prima, danke für diese Aufbereitung auch wieder von den vielen Quellen, die es gibt und den Erläuterungen für uns, was es bedeutet. Ich habe die erste Frage ganz spontan, dieses kognitive Training, wir haben es als Therapie geschildert. Inwiefern kann ich das ja schon privat früh ansetzen, also hilft Kreuzworträtsel oder was sind im Alltag Dinge, die ich so bald wie möglich loslegen könnte? Also, wer als Risikoperson oder als Mutationsträger im Alltag keine Schwierigkeiten hat, der braucht auch keinen Computer. Wenn er das gerne in der Freizeit sich damit, wunderbar. Da muss man aber kein Geld für nichts ausgeben, da muss man auch nicht zum Neuropsychologie. Solange man sich absolut gesund und leistungsfähig fühlt, reicht das, was man da so tut. Wenn man aber, und da ist der Arbeitsplatz oft die erste Stelle, wo man merkt, oh, das ist jetzt aber mühsamer als früher, dann ist der Gang zum Neuropsychologen absolut sinnvoll, dass man wirklich, Eskulop hat gesagt, erst die richtige Diagnose, dann die richtige Therapie. Gilt fürs Gehirn in ganz besonderem Maße. Also da der dringende Ratschlag hin zum Neuropsychologen, genaue Testung und dann ein Therapieprogramm entwickeln, wozu sicherlich auch computergestütztes Training beitragen kann. Das ist das Gute, dass man dann ja auch schon zum Erhalt der Arbeitskraft eine Reha-Maßnahme beantragen kann, wo das in guten Kliniken genau dort alles passiert. Dann wird man entlassen mit einem genauen Vorschlag,
mach das bitte schön und so weiter. Und diese Verfahren werden dann auch von der Krankenkasse übernommen. Computerprogramme, die man auf dem Laptop dann spielen kann. Manches gibt es auch zu kostenlos, aber manche Reha-Programme sind dann kostenpflichtig, aber durch ärztliche Verordnung dann auch Kassenleistung. Super, danke. Dann sind inzwischen die ersten Fragen eingetroffen. Die erste von Sabine geht noch auf die Grundlagen. Können Sie bitte erklären, in welchem Areal sich der Gleichgewichtssinn, in welchem Areal der Gleichgewichtssinn sitzt und was löst aus, dass dieser gestört wird? Ja, also Gleichgewicht fängt an im Innenohr mit den Bogengängen. Die sind wichtig, aber wir haben dann im ganzen Körper, insbesondere längs der Wirbelsäule, Rezeptoren, die dem Gehirn vermitteln, was wo wie passiert. Wenn das nicht mehr zusammenspielt, die erste Schallstation spielt im Hirnstamm statt, wenn da gefäßbedingte Störungen sind zum Beispiel, wird immer Schwindel resultieren und daraus resultiert dann so eine Stand- und Gangunsicherheit. Auch da gilt es, erst die richtige Diagnose, dann die richtige Therapie. Okay. Dazu auch mal die Ergänzung, war gerade schon mit drin, warum nehmen diese Störungen zu? Ja, weil wir ganz viel ja automatisch machen. Erinnern Sie sich bitte daran, wie Sie angefangen haben, Fahrrad zu fahren. Da sind Sie rechts aufgestiegen, links runtergefallen. Hinterher konnten Sie freihändig Fahrrad fahren und der akrobatische Fähigkeit dann hat es auch im Einrad geschafft. Das geht nur, weil das Gehirn ganz viel dabei automatisch macht. Und diese automatischen Verbindungen von Zentren, die unsere Motoren so ganz im Stillen im Hintergrund kontrollieren und unterstützen, die laufen eben nicht mehr rund bei der Handlung Krankheit. Das wird schlechter und schlechter. Sie müssen sich bei den kleinsten Bewegungen mit allem, was das Gehirn zur Verfügung hat, darauf konzentrieren, so eine einfache Bewegung zu machen. Das ist also klar. Üben hält dagegen. Dann müssen die Nervenzellen, die vielleicht noch nicht mit Gleichgewicht fassen, auf einmal so eine Aufgabe übernehmen. Das kann man innerhalb von 3-4 Wochen geübt haben. Über so eine Reha-Maßnahme oder in der ambulanten Physiotherapie kann man genau gezielt trainieren. Was ist das Problem? Was stört mich am meisten? Und kann gerade am Gleichgewicht sehr viel tun. Und wenn das trotzdem mit Sturzgefahr ist, dann lernt man in der Therapie auch, wie falle ich denn hin, ohne mich dabei zu verletzen. Ja, zum Stichwort Verknüpfungen im Gehirn passt die nächste Frage nochmal. Obwohl ich versuche, mittels Physiotherapie und Übungen dem entgegenzuwirken, ist immer die gleiche Frage immer von Sabine, es herauszuziehen, kann das Gehirn nicht mehr Verknüpfungen? Ja, also Gehirn lernt bis zum letzten Lebenstag und bahnt da neue Verbindungen durch den Aufbau von neuen Synapsen an. Also gezieltes Üben, nur nicht pausenlos üben. Also man kann alles übertreiben, auch die guten Dinge des Lebens kann man übertreiben. Und auch, man weiß das von Sportlern, wenn die übertrainiert sind, dann knickt deren Leistung auch dramatisch ein. Also das muss alles mit Augenmaß passieren. Deswegen gute Anleitungen mit Physiotherapeuten, Krankengymnasten, die für die Neurologie ausgebildet sind. Das sind nicht die, die sich auf die Wirbelsäule oder die Knie oder die Hüfte verstehen. Die sind besonders speziell ausgebildet und zu denen muss man gehen, um da gut trainiert zu werden, mit den richtigen Übungen das Optimum an Funktion zu erhalten. Super. Dann, das tut mir sehr leid. Es gibt einen Hinweis zum Ton, dass der Ton bei Ihnen schlecht war. Bei mir war er deutlich besser. Ich hab keine Störung wahrgenommen. Ich hoffe, dass es jetzt dass eine Ausnahme war. Sonst mal gucken, wie das Video war. Und wir müssen aber am besten mal darauf achten und nächstes Mal vielleicht auch wieder den anderen Raum, wo der näher an dem WLAN-Router stande. Das müssen wir uns merken. Also ich habe Sie sehr gut gehört. Ich hatte diese Störung nicht. Oh, okay. Achten wir drauf. Ja. Dann gibt es die Frage von Nicole im Folgenden. Was sind moderate kognitive Aktivitäten? Ja, alles, was man mit Spaß und Freude erledigt, kann man schon mal per se in die moderate kognitive Aktivität einsortieren. Das, was einen zu Tode langweilt, das ist es nicht. Was einen so an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit bringt, ist es auch nicht. Also alles, was da überstrapaziert oder langweilt, fällt raus aus der moderaten Kategorie, sonst ist die irre breit und irre unterschiedlich eigentlich nur ganz individuell. Einfach gucken, was macht mir Spaß, was kann ich gut. Die computergestützten Programme sind so schlau, wenn das gute Programme sind, da hat man so 2/3 Erfolg bei den Aufgaben. Wenn man nur Erfolg hat,
Mache ich nicht. Ach was denn? Nö, brauche ich mich erst gar nicht anzustrengen. Wenn man in 90% der Fälle Fehlresultate kriegt, dann komm, lass den vor. Wenn man aber 2/3 erledigt, das weiß man aus der psychologischen Forschung, dann hat das Gehirn den besten Lerneffekt. Also gucken, dass man ungefähr über das Wohlfühlsystem sagt, okay, das macht Spaß, das kann ich gut, das geht mir gut, da habe ich viel Erfolg. Das sind die moderaten kognitiven Aktivitäten. Ja. Dann gibt es die Frage von Elke, die fragt nach Empfehlungen für Bücher zum Gehirntraining. Ja, wir haben, glaube ich, noch nichts speziell für die Huntington-Krankheit aufgelegt. Wäre so ein Projekt für die DAH da anzustoßen, dass da einige aus dem wissenschaftlichen Beirat sich beteiligen und da Empfehlungen dann geben. Es gibt einiges Allgemeine, was sich ziemlich genau umsetzen lässt. Für Alzheimer kann man gucken, die Alzheimer-Forschung ist da uns ein Stück weit voraus und die Alzheimer-Gesellschaft hat ja mehr Mitglieder und mehr Geld für große Projekte und da ist auch viel mehr Geld von Seiten der Pharmaindustrie im Spiel. Die haben, glaube ich, eine ganz gute Anleitung für das kognitive Training. Sonst kann man aber sicherlich im Internet da gute Anleitungen finden. Wir sollten aber für die DAH das mal speziell versuchen hinzukriegen. Da haben wir gesehen, dass einige Forschungszentren da sehr aktiv sind. Und dann kann man gucken, was die Schwesterorganisationen in Australien oder Kanada, England da vielleicht anbieten. Sehr gute Anregung, ja, finde ich auch. Also ich überlege Grübel auch schon. Ich kenne auch nichts aus Amerika, England, wo auch immer, wo die Huntington-Verbände der Familien sehr stark sind, dass ich bei denen was gesehen hätte. Kommt mir nicht bekannt, weil ich gehe gerne auch mal auf die Recherche und es wäre ein tolles Projekt. Bin ich gerne dabei. So, dann fragt Angie, das war die Dame eben schon mit der allerersten Frage. Ich kann seit über 10 Jahren weder ein- noch durchschlafen, war im Schlaflabor. Das hat außer der Feststellung des RLS mit Gabe von L-Dopa nichts gebracht. Habe alles, was es an Schlafhygiene gibt, habe ich durchprobiert. Da es nichts nützt, nehme ich seit Jahren einmal pro Woche, um eine Gewöhnung zu entgehen, Rohypnol, um wenigstens einmal pro Woche zu schlafen. Keiner konnte bislang helfen. Was haben Sie da für Tipps? Ja, das klingt nach einem sehr quälenden Problem. Ich wette, die Diagnose Restless Legs war keine richtige Diagnose. Dann hätte L-Dopa helfen müssen. Und alle Restless Legs-Patienten, die ich kennengelernt habe und mit Huntington zu tun, war es in keinem Fall Restless Legs. Das war alles Bewegungsunruhe, die man als Huntington-Kranker im Bett dann hat. Das Schlaflabor, das dann so viel interpretiert hat, ist das denn mit Ihrem Spezialisten für die Huntington-Krankheit mal diskutiert worden? Kennt Ihr Fachmann für die Huntington-Krankheit das Problem? Der sollte eine Idee haben, wie man Ihnen da helfen kann. Denn wir haben ja gesehen, die Studien, die sich damit befasst haben, die haben schon Erfolge bei den Teilnehmern gebracht. Also Ihnen müsste zu helfen sein. Ich würde da dringend empfehlen, das mit Ihrem Huntington-Zentrum detailliert zu besprechen. Wir können das gerne dann auch mal in Düsseldorf oder in München, in Münster dann auch, wenn Sie da anderswo nicht zur Rande kommen, besprechen. Aber das Zentrum in Erlangen war hier vorhin im Gespräch. Dann hat Bernd die Frage, welche Programme zum kognitiven Training gibt es für PC oder Handy? Also gibt es wie Sand am Meer. In Amerika ist das ein Milliardengeschäft mit vielen falschen Versprechungen. Da hat die FDA dicke Bußgelder auch im letzten Jahr verhängt, weil einfach das Blaue vom Himmel versprochen wurde. Also man hat gesehen, bei Senioren, die gar keine großen anderen Probleme hatten, die hat man ans Moorhuhnschießen gebracht. Auf einmal hatten die bessere Auge-Hand-Kopf-Koordination und waren auch besser so in Orientierungsaufgaben. Also suchen Sie sich einfach aus, was zum Nulltarif da ist. Wenn es da irgendwas ist, was Ihnen Spaß macht, können Sie gar nicht falsch liegen. Aber wie gesagt, wenn es Probleme gibt, bitte erst genau diagnostizieren lassen. Das können die Ergotherapeuten nicht genau genug. Einige haben so einen Schwerpunkt. Wenn das mal klar ist, was ist das Problem ist, kann man das gut mit Ergotherapeuten ruhig ausweiten. Aber da muss zunächst erstmal fachmännisch genau festgestellt werden, was sind die Baustellen und wo setzt man in Ihrem Fall am besten an. Ja.
Die Frage von Julia, gibt es Studien auch in Deutschland? Falls nicht, warum? Ja, die Frage stelle ich auch, warum haben wir das jetzt nicht? Irgendeine Stelle, die sich um diese kognitiven Probleme oder auch eine gute Schlafstudie auflegt. Das ist schade, dass das von den Zentren, aber Sie sehen ja, da drängen jetzt die großen Pharmafirmen in den Forschungsmarkt und rekrutieren 600 Patienten für ein Medikament. Da hatten die Patienten natürlich nicht Zeit und Gelegenheit. Da kann man auch nicht in der Zeit an einer anderen Studie teilnehmen. Das ist dann auch immer dabei zu bedenken, wo gebe ich meine Zeit und meine Energie hin und bei welcher Studie mache ich mit. Und wenn das so lukrativ bezahlt wird, wie das die großen Firmen können, dann ist auch so ein Forschungszentrum dringend ja auf seine Teilnahme angewiesen. Ne? Also wenn man kein Geld hat, kann man keine Leute einstellen, dann kann man keinen Service bringen. Also, es geht dabei auch sicherlich um Geld. Und die Huntington-Stiftung hat zwar Geld, aber die kann große Studien nicht finanzieren. Das ist einfach 10 Millionen, kann man da nicht einfach für ein Projekt ausgeben. So in dem Stil nicht, aber wenn es ein kleines Zentrum gibt, was eine Idee hat, unterstützen wir super gerne. Können Sie gerne bei uns melden. Da ist der Stiftungsrat für sehr offen. Wenn es gerade was ist, was Familien super hilft, das ist genau das, was wir suchen. Ja. Peter fragt als nächstes, wenn ich das alles richtig verstehe, kann man eigentlich selbst viel mit mehr positiven Einfluss nehmen, als wir von künftigen Therapien und Medikamenten erwarten können. So oder so, vielen Dank für die ganze Information. Tolle Frage, absolut richtig. Freut mich, dass diese Botschaft so genau angekommen ist. Das war mir so wichtig, auch im Vortrag am gestrigen Tag, dass man weiß, dass man hier um 20 oder 25 Jahre redet, wann die Krankheit einen erwischt. Wir haben ja gestern ein Brüderpaar zeigen können, die 25 Jahre auseinander sind im Erkrankungsalter bei der gleichen CRP-Zahl. Also das ist mir so wichtig und deswegen habe ich auch so gerne diese beiden Webinare jetzt gehalten. Wir können jetzt schon so viel tun, um den Beginn der Krankheit heraus und den Verlauf so wesentlich positiv zu beeinflussen. Deswegen ist die DHA angetreten mit vielen guten Informationsmaterialien. Nicht warten, bis die alleinselig machende Spritze kommt. Jetzt aktiv werden und das Wohlfühlprogramm auflegen. Genau das. Udo fragt zum Thema Vitamine. Vitamin B wurde gestern nicht weiter genannt. Sind die nicht auch wichtig? Gibt es eine Gesamtliste der Vitamine, die durch Korea Hunting mehr verbraucht oder überhaupt gebraucht werden, die man dem Arzt zur regelmäßigen Prüfung an die Hand geben kann? Also, was zu den Naturstoffen und Vitaminen publiziert ist, habe ich gestern im Webinar gezeigt. Das liegt der DHA vor. Die Information kann man über die DHA abrufen. Es ist klar, die Vitamin B-Komplex, die ist generell wichtig fürs Gehirn. Da gibt es aber niemanden, der das speziell behandelt und untersucht hätte. Deswegen kann ich da keine spezifische Empfehlung abgeben. Das Gleiche gilt für Vitamin D. Auch da sind überraschenderweise viele ältere Menschen defizitär und müssen das ergänzen. Wichtig ist einfach da mal einen guten Vitaminstatus beim Hausarzt erheben zu lassen. Man muss mal gucken, wie weit das Kassenleistung ist oder wie weit der Doktor da eine Igelleistung wieder draus macht. Aber besser ist es, das einmal jetzt einen Status zu erheben, zu gucken, was von der Ernährungsseite da optimiert werden kann. Und mit dieser Information kann man natürlich auch die Kasse dann dazu bekommen, dass man da eine Ernährungsberatung bezahlt bekommt. Ja. Dann kommt eine Ergänzung von Silvia. Ihr macht Handwerken Spaß. Super. Auch bei Kognition. Ja, toll. Gerne dann mal Bilder von den handwerklichen Produkten machen. Der DHA lebt von solchen schönen Erfolgsgeschichten. Bitte mal ein nettes Foto davon machen, auch einen kleinen Absatz dazu schreiben. Da liegen Sie völlig richtig. Das ist ein tolles kognitives Training. Nehmen wir gerne in so Huntington-Kurier als Erfahrungsbericht auf. Gerne mal was schicken, ja. Und nicht verletzen dabei, bitte. Dann fragen Svante und Martin, wäre GOGPAC, GOGPAC? Ja, GOGPAC ist ein gutes Programm. Haben fast alle Reha-Kliniken, die für Neurologie antreten, das im Programm. Ist ein sehr gutes Programm, kriegt man auch von der Krankenkasse das Anwenderprogramm, das Patientenprogramm bezahlt. Ja, ist empfehlenswert. Perfekt, haben wir eins gefunden.
Nochmal Angie, die Dame aus, mit dem Zentrum Erlangen, das ist so übernommen worden und sie nimmt seit 10 Jahren L-Dopa. L-Dopa ist bei ganz wenigen Huntington-Kranken, eigentlich nur bei denen, die die Westphal-Symptomatik haben. Und die Westphal-Symptomatik besteht in einer großen Ähnlichkeit mit parkinsonistischen Symptomen. Sonst kann L-Dopa nur Öl ins Feuer gießen. Also das ist genau die falsche Substanz, die eben Überschuss im Gehirn auf die Basalganglien wirkt. Das kann nur bei den Westphal-Varianten überhaupt Sinn machen, das L-Dopa einzusetzen. Okay, dringend mit dem Arzt mal sprechen. Dann haben wir noch die aktuelle letzte Frage. Sind die Vitamine auch empfohlen für Menschen mit dem Huntington-Risiko, die noch ohne Symptome sind? Ja, wir wissen, dass messbare Hirnveränderungen, die man im Computertomographen oder mit anderen trickreichen Untersuchungen anstellt, 10 Jahre bis 15 Jahre vorher verändert sich etwas. Und dann ist es klar, wenn man in dieser Phase, wo das völlig symptomfrei ist, nur diese Spezialuntersuchungen weisen Veränderungen der Gehirntätigkeit und der Hirnstruktur auf, da sollte man mit diesen Vitaminen die ganzen Reparaturen am Gehirn und an der DNA optimieren. Das hilft aber nur, wenn Sie sich im Wohlfühlmodus des Lebens befinden. Sonst sind die nur für die Stressverarbeitung in Ordnung, hilft ja auch, aber das würde dann nicht weiter dann für die Prophylaxe in Sachen Huntington wirken. Also zunächst Lebensumstände, gute Lebensumstände zu Hause und im Arbeitsumfeld plus eine gesunde, gute Ernährung, dann kann man über Vitamine nachdenken. Prima, das war's. Den Fragenblock haben wir durch. Es gab auch gar keine Milch- und Kaffee-Fragen heute. Es scheint jetzt alles geklärt zu sein. Dann, genau, danke fürs Ausblenden. Mach ich noch, da kommt was rein? Ah, jetzt kommt noch viele Dank für den Vortrag, sehr schön. Das freut uns sehr, wenn es gut angekommen ist. Dann mache ich noch den Abschluss. Ich muss erst hier drücken. Sehen Sie was? Jawohl, das war der Vortrag und die Fragen. Die Kontaktdaten waren lange eingeblendet auch gerade. Ich sage nochmal, das, was von gestern schon angekündigt war, es gibt Infoblätter bei uns zum Runterladen von Herrn Lange erarbeitet. Zum einen war das Thema Abhandlung von Huntington, auch Neuroprotektion. Wir haben ein sehr umfangreiches Infoblatt für die Mutationsträger, was die sich alles Gutes tun können, empfehle ich auch in dieser Runde nochmal. Das Thema mentales Wohlbefinden haben Herr Lange und ich vor 2-3 Jahren gemeinsam übersetzt, ist auch eine sehr wertvolle Quelle. Um sich zu informieren, gibt es für mich wieder für 2, nicht wieder für 4 Euro bei unserer Geschäfts- und Beratungsstelle. Die Kontaktdaten finden Sie hier. Die ist morgen ab 8 wieder besetzt, bis donnerstags um 16 Uhr täglich, telefonisch oder per E-Mail zu erreichen. Der Herr Pertek und die Frau Hüning freuen sich über Ihre Anfragen. Unsere Landesverbände stehen Ihnen zur Seite. Für junge Menschen haben wir bestimmte Ansprechpartner und auch in den Regionen. Die jungen Menschen bis 35 machen auch immer ein Online-Treffen, jeden Sonntagabend ab 18.30 Uhr. Wer da mitmachen möchte, ist herzlich willkommen, kann sich bei Lisa und Sonja die Einwahldaten erfragen. Und alle regionalen Gruppen, die können spezifisch Fragen beantworten zu den jeweiligen Regionen. Wo finde ich da gute Ansprechpartner, gute Neurologen und wo gehen andere Personen, Huntington-Familien aus dieser Region hin? Das war mir nochmal wichtig, das zu erwähnen. Ich gucke nochmal. Die Fragen, Antworten quillen gerade über. Das sind alles sehr schön. Alles Dankeschön. Wunderbar. Das freut mich sehr. Gut, alles klar. Danke. Keine weiteren Fragen zur Beantwortung. Ich habe dann nur noch als letztes, ich habe noch neue Ideen mitgebracht für weitere Webinare. Habe ich mir eben überlegt. Genau. Also, es ist gestern Abend bei den jungen Leuten im Sofa-Talk entstanden. Ist das Thema Ernährungsberatung bei Huntington vielleicht was? Nach all den Informationen zu Nüssen und Co. oder Präimplantationsdiagnostik, künftige Befruchtung bei Huntington oder Versicherung, was gibt es da zu bedachten, wir bedenken, rund um die genetische Untersuchung als solche oder Schwerbehindertenantrag, Nachteilsausgleiche, das waren Dinge, die mir noch eingefallen sind, ist sowas von Interesse, dann bitte mal hier ein Stimmungsbild abgeben. Dann
haben wir eine Orientierung und wissen, auf welche Themen wir als nächstes schauen. Weil das Format mit Webinaren, mir macht das richtig Spaß. Ich finde das toll und biete es gerne weiterhin an. Augenblick warte ich noch. 80% haben wir gleich. Ja, das sieht gut aus. Also das, so ging es uns gestern auch. Wir würden gerne jemanden finden, der sich um Ernährungsberatung kümmert bei Hunting, der all diese Tipps und die Dinge, die Sie schon gestern erwähnt haben, heute nochmal betont haben, uns mal wirklich im konkreten Beispiel erklären kann. Da gucke ich gerne nach jemandem, der da zur Seite stehen kann. Auch Thema Schwerbehinderung, Versicherung, da finden wir bestimmt gute Referenten, die uns mit bei den Themen mal aufklären können, auch bei Fragen zur Verfügung stehen. Die finden wir. Klasse, das war's von mir. Dann bin ich am Ende. Genau, wir haben es heute vor der Zeit geschafft. Muss auch nicht schlimm sein, kann man den Sonntagnachmittag noch nutzen. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen, Herr Dr. Lange, bei all den 40 Zuschauern und Teilnehmern, die auch heute am zweiten Tag nochmal dabei waren. Wenn Sie Fragen haben im Nachgang, scheuen Sie nicht, kommen Sie auf uns zu. Keiner ist alleine, wir sind alle für Sie da. Ich wünsche ein schönes Restwochenende und freue mich auf ein Wiedersehen, ein persönliches und gerne auch ein Online-Meeting, nachdem was Corona zulässt. Alles Gute Ihnen. Genau, schöne Zeit. Bis bald. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss.